Hallo und herzlich willkommen. Winterliche Grüße aus dem LS22. Hier zu einer neuen Folge vom LS22 Playtest oder Rutschtest, wie auch immer ihr es nennen wollt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, während wir hier mit dem LKW rumrutschen, werden wir ein neues Fahrzeug heute in Betrieb nehmen, denn wir müssen noch ein bisschen Mehl zur Bäckerei transportieren, damit da leckere Brote bei rumkommen. Dafür benutzen wir unsere fantastische neue Transportkombi hier aus diesem wunderschönen Deutz-Fahr, dem, was ist das, ein 8280 oder was? Und den werden wir jetzt in Betrieb nehmen. Wow. Ist schon was, ne? Ja, und das als 60er. Wir haben ja sonst immer JCBs gehabt als Transporttrecker. Jetzt machen wir es mal hier mit. Dann gucken wir mal, wie sich das so anfühlt. So, wir wollen zur Mühle. Und dann schauen wir mal, was haben wir denn in diesem Monat noch zu verkaufen. Ja, im Februar ja ziemlich viel. Heugras, Stroh, Mist, Gülle, Bierreste, Salat, Tomaten, Erdbeeren, Hexe, gut, Traubensaft. Im nächsten Monat wären es dann Sonnenblumen, Baumwolle, Honig, Müsli und Sonnenblumenöl. Wer kennt es nicht, das Sonnenblumenöl? Guckt euch das mal an. Ist das cool? Ist das nicht cool? Richtig, das ist nicht cool. Nee, doch, es ist wirklich cool. Jetzt geht er ab hier. Just saying. Ja, aber sieht als Kombi. Oh, Vorsicht. Oh, Gehrücken heute Abend. Hm, lecker. Sieht auf jeden Fall das Kombi richtig schick aus. Was mich ein bisschen wundern nimmt, ist, dass der bei engen Einschlägen Blinker nicht setzt. Kann man das nicht irgendwo setzen oder hat man das nicht irgendwo gesetzt? Ich weiß gerade gar nicht. Ja, und dazu natürlich der schicke Brandner Anhänger hier. Anhänger. Und so kommen unsere Deutz-Freunde mal wieder auf ihre Kosten. So, und dann geht's gleich ans Verkaufen natürlich. Aber jetzt laden wir erstmal Mehl auf und gucken, ob der auch den Berg nicht hochkommt. Da glaube ich ja nichts von. Boah, hier gehen natürlich auch gleich ganz andere Mengen drauf hier. Oh je, Drehschemel, habe ich nicht dran gedacht. Entschuldigung. Das wird viele verlorene Nerven geben, ich sehe schon. Na komm, wir probieren es mal. So. Da waren mal 16.000 Mehl und dann gucken wir mal. Aber mal jetzt zur Bäckerei Durchfahrt. Und gleichzeitig können wir hier oben verkaufen. So viel zum Thema. Übrigens, Garderol wollte ja demnächst springen zu den Fahrzeugen. Ja, irgendwie hat sich das automatische Gurten hier nicht bewahrheitet. Ich hoffe, ich habe keinen Salat verloren. Ich habe es ein bisschen später gemerkt. Deswegen hängt da die eine Palette so, als wäre sie von Leonardo da Vinci gezeichnet worden. Boah, dann würde ich ein bisschen sparen. Und ja, gut, eine der nächsten Investitionen wäre ja auch nochmal die BGA, meine ich natürlich. Ja, und ich habe noch eine Sache gemacht übrigens zwischendurch. Ich habe den Güllekump, der ja offenbar verbuggt ist, den habe ich abgerissen. Und habe den jetzt mal entsprechend den Hinweisen in Foren. Also Giant selber hat dazu noch nichts gemacht, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich meine, es ist aber auch erst seit
sechs Monaten der Bug drin. Das heißt, da brauchen wir vielleicht ein bisschen Zeit. Oder fünf. Das heißt, ja, das wird noch ein bisschen dauern. Und deswegen, ja, selbst lösen. In dem Fall wurde empfohlen, wirklich den Trigger ganz nah oder den neuen Güllebehälter ganz nah an den bestehenden zu packen. Das soll das angeblich lösen, was jetzt für mich nicht so viel Sinn gibt, weil ich habe es zwar vor ein paar Folgen schon erklärt, ne? Das ist eigentlich nur eine Zahl, die dann irgendwie hochgehen müsste. Das Spiel muss also quasi wissen, da ist mehr Menge, die du speichern kannst, das war alles. Ne? If placed, then increase. Fertig. Keine Ahnung, was da jetzt so Hexenwerk dran sein soll. Das verschließt sich mir. So. Ja, das ging doch ganz gut. Was verkaufen wir im nächsten Monat? Wir gucken mal eben. Wir haben... ja, Honigmüsli wäre dann das nächste, wo wir jetzt dann hin müssten. Dann machen wir das mal so. Und ansonsten sind wir, glaube ich, hier fertig. Das heißt, wir können auch hier direkt zum nächsten Tag schlafen. Ja, und dann hoffentlich ein bisschen besseren Wetter. Denn wir müssen ja unsere Wintergerste ernten. Also das ist die erste Ernte, die vergeht. Oh, große Nachfrage beim Gesteinsbau. Oh. Ja, das ist auch was ich neu installiert habe. Aber dass das so krass aussieht, hätte ich auch nicht gedacht. Wow. Hui. Na gut. Schauen wir uns mal, wie das da weiter aussieht. Bis jetzt würde ich sagen, das sieht interessant aus. Interessant. Wie ist das jetzt wieder passiert? Ist der Kurs hier wirklich so eng geschnitten, dass das passieren kann? Einig. Ah, merkwürdig. Gut. So, Honig, Müsli vor allen Dingen. Ja, das ist das erste Mal, dass wir wirklich eine größere Müsli-Produktion jetzt auch verkaufen. Und ja, es ist jetzt halt, diese Folgen sind jetzt ein bisschen verkaufen. Aber wir wollen natürlich auch immer wissen, wo das Geld herkommt. Und ja, so ist immer ein bisschen Abwechslung. Dann ist es mal sehen, dann ist es mal ernten, dann ist es mal verkaufen. Und jetzt im Moment dann auch ein bisschen Expansion. Dem neuen Transporttrecker hier. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Honig haben. Den sollten wir dann zuerst auch mitnehmen. Aber wir haben auch vor allem erstmal Müsli hier. Ich glaube, so viel hatten wir bis jetzt noch nicht, oder? Ah, sehr gut. Ja, das ist Müsli von der Firma Houdini GmbH und Co. KG, falls ihr die nicht kennt. Das ist ja wirklich Wahnsinn. So, ist denn jetzt alles leer? Nö. Gut, dann verkaufen wir den Müsli. Halt, stopp. Wir gucken nochmal eben nach Honig. Ja, und das ist natürlich auch schick, ne? Wenn so der Schnee von der Straße zurückgeschmolzen ist, dass man das hier so ein bisschen sehen kann. Das sieht auch sehr schön aus. Ja, und das Problem des umkippenden Anhängers habe ich jetzt damit irgendwie nicht gelöst. Da habe ich schon extra Breitreifen drauf geschraubt. Ja, keine Ahnung, wie man das jetzt noch lösen kann. Ich habe auch so ein bisschen den Wunsch, dass wir jetzt für das Geld, was wir jetzt einnehmen, das wirklich das größtmögliche Feld oder zwei nebeneinander nehmen, die wir verbinden können, erwerben. Ja, ein bisschen ist doch da.
So, dann ob die Lucy. Achso, hier ist keine Verbindungsstraße reingemalt. Ja, was mich jetzt interessiert natürlich bei dem Fahrzeug ist, ob der das jetzt hinkriegt, dass er da ohne Probleme den Hang hochkommt. Und wir müssen dann schon mal anfangen zu ernten, bevor die Felder hier umkippen gleich. Ich weiß gar nicht, ob sie das jetzt noch tun. Und zwar muss ich jetzt aber einmal erst... muss ich mal eben den falsch gesäten Feldrand entfernen. Ihr erinnert euch, da ist ja ein bisschen was schief gelaufen. Und das geht ja nun wirklich nicht. So, dazu machen wir das wie folgt. Also wir wollen ja hier demnächst sowieso dann wieder das Feld normal ernten. Und wenn ich das richtig erinnere, habe ich auf dem das falsch geerntete müsste eben hier unsere fantastische Wintergerste sein. Und gucken mal eben. Das falsch angesäte... Hallo Bienchen. Das hier ist Raps. Da sehen wir es auch schon. Und es ist Gerste. Unsere Wintergerste. Ja, und wie machen wir das jetzt, dass wir das sauber wegkriegen? Ihr kennt sicherlich den Trick, trotzdem werde ich ihn einmal zeigen, damit ihr demnächst dann auch bei euch das machen könnt. Sand Giants hat das mittlerweile geändert. Geändert, verstehst du? Und zwar überschreibt immer nicht das eine Getreide das andere. Und das heißt, wenn wir jetzt Folgendes machen, wir gehen hier hin und sagen, machen wir eben auf. So, und jetzt geht es hier mit unserem neuen Trecker den Berg hoch. Dann gucken wir, ob er das jetzt kann. Oder ob er sich immer noch so quält. Ich würde sagen, da kann man einen deutlichen Unterschied erkennen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, der Trick ist folgender. Wir gehen dann hier hin und sagen, wir packen jetzt hier ein wenig der Gerste in den Tank. Und da wir das gemacht haben, wird der Drescher jetzt nicht zulassen, dass ein anderes Getreide in den Tank kommt. Und das hat den außerordentlich charmanten Vorteil, dass wir jetzt Folgendes machen können. Wir fahren einmal hier durch. Und ja, ich glaube, ich kann das auch hier schon zeigen jetzt. Dann machen wir Folgendes. Ich hoffe, es geht noch. Jetzt habe ich hier ein umfangreich großes Intro hingelegt und dann geht's nicht. Wie peinlich wäre das denn? So, machen runter. Wenn wir jetzt hier durchfahren, seht ihr, der Raps bleibt stehen, rechts und links. Und nur die Gerste wird geerntet. Nee, es klappt nicht mehr. Also nimmt der Raps... Doch, nee. Schwierig. Nee, er bleibt stehen, der Raps, ne? Oder? Ja, er bleibt... Ja, teilweise. Oder? Also ein bisschen bleibt stehen, ein bisschen nicht. Das heißt, wenn wir halbwegs akkurat fahren, sollte nichts passieren. Das heißt, wenn wir hier so lang fahren. Gut, damit will ich euch nicht langweilen. Das mache ich dann gleich offscreen und so weiter. Und dann würde ich sagen, wir gucken mal, was hier noch beim Verkauf rauskommt. Denn das ist die erste große Ladung Müsli, glaube ich. Mit noch mehr Trauben zumindest. Und Honig dann auch. Und da sind wir bei 285.000. Und dann fahren wir mal wieder zur Spinnerei. Denn ich denke mal, die
können wir dann auch die nächsten Paletten abholen. Was natürlich spannend wird mit diesem... Oje. Dinger, die ich nicht gedacht habe. Gut. Liebe Leute, wir sehen uns hoffentlich. Da würde ich mich sehr freuen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich besten Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr meine Videos weiterempfehlt, würde ihr mir einen großen Gefallen tun. Und ja, ihr wisst, ich stehe dafür, euch zu respektieren als Zuschauer, ernst zu nehmen, vernünftig mit euch zu reden, euch nichts vorzuspielen. Vergesst es nicht. Das wird von YouTube nicht immer honoriert. YouTube steht auf Spektakel, Klamauk. Verstellte Menschen, die sich viel jünger geben, als die Wirklichkeit sind, warum auch immer. Oder sich alberne Hüte aufsetzen. Ihr kennt die ganzen Geschichten. Deswegen umso wichtiger, dass ihr Daumen und Kommentare da lasst, denn das sieht der YouTube-Algorithmus, unterstützt mich mehr, als ihr denkt. Und schaut auch immer gerne meine Folgen bis zum Ende. Auch wenn am Ende schon mal dieses Gequatsche kommt und man die eigentlich schon wieder abschaltet, kann ich auch verstehen. Ihr seid die besten Zuschauer der Welt. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss und bis bald.